Hallo meine Lieben und willkommen zu einer regenerativen Einheit für deinen gesamten Unterkörper. Dieses Workout ist Teil meines kostenlosen 28 Tage Build Your Booty Home Workout Programm. In diesem Programm dreht sich alles darum, wie du einen schönen, runden und straffen Po bekommst. Neben den Übungen erwarten die in diesem Workout Übungen, die deine gesamte Beweglichkeit verbessern. Damit verbesserst du deine Technik im Training und erzielst bessere Erfolge. Das gesamte Programm ist kostenlos. Denk also dran, dem Video einen Daumen hoch dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Für die letzten beiden Übungen brauchen wir einen Stuhl. Außerdem brauchst du für ein paar der Übungen eine Faszienrolle, einen Tennisball oder einen Faszienball. Komm für die erste Übung in Bauchlage auf deine Matte. Bring deine Hände auf Brusthöhe und drück deinen Oberkörper von der Matte nach oben. Deine Schultern sind locker und dein Blick nach vorne rausgerichtet. Spann deinen Gesäßmuskel fest an, um deine Hüftbeuger gezielt zu lösen. Diese verkürzen sehr gerne, wenn wir zu lange sitzen. Löse kurz auf, aber bleib in Bauchlage auf der Matte. Für die nächste Übung konzentrieren wir uns gezielt auf die linke Seite unserer Hüfte. Acht darauf, dass deine Hüfte parallel zum Boden bleibt und du nicht aufrotierst. Falls du das Gefühl hast, deine Arme brauchen zwischendrin eine Pause, nimm sie dir ruhig und komm dann wieder in die Bewegung, wenn du dich bereit dafür fühlst. Acht auch gezielt darauf, dass dein rechter Fußrücken auf der Matte aufliegt. Sehr gut, wir wechseln das Bein, aber bleiben für diese Übung nochmal in Bauchlage. Acht wieder darauf, dass dein Becken parallel zum Boden bleibt und wenn du noch mehr möchtest, dann halte mit jeder Einatmung und mit jeder Ausatmung, lass sie nur tiefer in die Dehnung einsinken. Sehr gut und lösen. Komm für die nächste Übung in den Fersensitz. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, in den Fersensitz zu kommen, leg da ein Polster oder eine Decke zwischen deinem Po und deine Fersen. Beginn nun dein Becken nach hinten zu kippen, indem du deinen Po fest anspannst. Bring deine Arme nun ganz vorsichtig nach hinten. Dein Rumpf und dein Becken sollten eine gerade Linie bilden. Bei mir ist es auf jeden Fall nur ausbaufähig, aber wenn du es schaffst, dein Becken nicht zu überstrecken, bist du sonst schon sehr, sehr gut dabei. Gut. Für die nächste Übung brauchen wir unsere Faszienrolle oder unseren Ball. Sei bitte sehr, sehr behutsam mit dir und find wieder deine Intensität, die sich für dich gut anfühlt. Leg den Ball unter deinen Gesäßmuskel und stütz dich mit deinen Händen vorsichtig von der Matte ab. Beim Lockern der Faszien geht es besonders darum, einen sogenannten Triggerpunkt zu finden und diesen durch Draufbleiben zu lösen. Wenn du also einen Punkt gefunden hast, halte dort und wenn du mehr möchtest, lass dich mit deiner Ausatmung tiefer einsinken. Wir wechseln die Seite, halte wieder kurz bei einem Triggerpunkt und arbeite mit deiner Atmung, indem du mit jedem Mal ausatmen, die tiefer in die Belastung einsinken lässt. Mit der nächsten Position dehnen wir unsere gesamte Gesäßmuskulatur. Bring die Außenseite deiner Wade in Richtung Matte, aber acht ganz bewusst darauf, dass deine Hüfte gerade, also parallel zur Matte bleibt. Deine Schulterblätter ziehen nach hinten unten und dein unterer Rücken ist gerade.
Ihr seht schon, auch ich muss noch an meiner Beweglichkeit arbeiten, um meinen Körper komplett gerade zu bekommen. Aber genau dafür machen wir das auch. Find wieder deine Intensität, die zu dir passt und versuch die nicht mit mir oder mit anderen zu vergleichen. Löse kurz auf und wechsel für die nächste Übung die Seite. Acht auch da wieder drauf, deine Hüfte parallel und gerade zum Boden zu halten. Schieb dein Brustbein raus und deine Schulterblätter nach hinten unten. Wenn du wieder mehr willst, dann arbeite wieder mit deiner Atmung und lass sie mit jeder Ausatmung tiefer in die Dehnung sinken. Löse auf und komm für die nächste Übung mit deinem linken Bein in den Runner Stretch. Damit bringen wir Länge in die Oberschenkelrückseite, die ein wichtiger Mitspieler beim gesamten Po-Training ist. Wenn du Knieprobleme hast, kannst du unter dein Standknie eine Decke oder ein Polster legen. Solltest du noch nicht ganz nach vorne kommen, ist das überhaupt kein Problem. Du solltest eine gezielte Dehnung in der Beinrückseite spüren. Genau dann bist du auch richtig. Und wechseln das Bein, indem wir das rechte Bein nach vorne strecken und Länge in der rechten Oberschenkelrückseite aufbauen. Wenn du mehr willst, dann arbeite wieder mit deiner Atmung und lass dir mit jedem Mal ausatmen tiefer in die Dehnung einsinken. Langsam wieder auf und stell dich für die nächste Übung an eine Wand oder schnapp dir deine Faszienrolle. Wir dehnen und lockern unsere Wadenmuskulatur und verbessern mit den kommenden Übungen die Beweglichkeit im Fußgelenk, die sogenannte Dorsalflexion. Damit verbesserst du nicht nur deine Technik bei Kniebeugen, sondern beugst Knie- oder Hüftschmerzen sogar vor. Wechsel jetzt dein Bein und bring es entweder wieder auf deine Faszienrolle oder an eine Wand. Find deine Intensität, die sich für dich gut anfühlt. Und wenn du wieder mehr willst, dann atme tief ein und lass dir mit jeder Ausatmung noch tiefer in die Dehnung fallen und in die Dehnung einsinken.
Mit der nächsten Übung lockern wir das Fasziengewebe in unserer Wadenmuskulatur. Schnapp dir entweder die Rolle oder deinen Ball und leg ihn unter deine Wade. Wenn du einen Punkt hast, bei dem du merkst, da tut's weh, halt diesen Punkt und lass dich mit jeder Ausatmung tiefer einsinken. Wenn du nur mehr willst, dann leg dein Standbein über das andere. Wechsel nun die Seite und bring deine Rolle oder deinen Ball unter dein anderes Bein. Deine Schultern bleiben nach hinten unten gezogen und mit der Atmung kannst du wieder mehr Intensität aufbauen. Sehr gut. Schnapp dir für die letzte Übung einen Stuhl oder setz dir auf deine Bettkante. Wir dehnen ganz gezielt unsere Gesäßmuskulatur, indem wir einen Fuß über das andere Knie legen. Jetzt ist es wichtig, dass du ins Hohlkreuz kommst. Dann kannst du die Dehnung schon bestimmt intensiv im Po spüren. Wenn du nur mehr willst, dann komm mit deinem Oberkörper ganz langsam nach vorne, aber bleib unbedingt im Hohlkreuz. Das ist ganz, ganz wichtig, um wirklich gezielte Dehnung in der gesamten Gesäßmuskulatur aufzubauen. Löst die Position langsam wieder auf und wechsel für die letzte Übung die Seite. Komm wieder ins Hohlkreuz, drück dein äußeres Knie aktiv nach unten und arbeite mit deiner Atmung. Wenn du wieder mehr willst, dann beug die im Hohlkreuz ganz, ganz vorsichtig nach vorne und spür die Intensität und die Dehnung im gesamten rechten bzw. linken Gesäßmuskel. Gut und lösen. Es bleibt dir natürlich frei, diese Routine öfters hintereinander zu machen, um damit noch bessere Dehnung und Beweglichkeit in der gesamten Unterseite deines Körpers aufzubauen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue mich über deinen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.